Ja, herzlich willkommen zum letzten Vortrag des heutigen Nachmittags, auf die allerletzte Sekunde. Und ja, vielen Dank, dass einige noch ausgeharrt haben. Ich habe ja mitgekriegt, dass schon eine ganze Reihe von Leuten nach Hause gegangen sind, dass langsam es sich auflöst. Mein Name ist Stefan Albers, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Prodexa, werde gleich einige wenige Worte auch noch zum Unternehmen sagen. Aber freue mich, hier sein zu dürfen und insbesondere nach ja, mehr als anderthalb Jahren zum ersten Mal wieder auf einer Konferenz dabei zu sein. Worum geht's? Es geht um Product Experience für die Digitalisierung. Das ist reichlich Denglisch. Die Frage ist, was heißt das, was bedeutet das? Ich habe das versucht, ein bisschen zu erläutern oder einige Fragen dazu zu notieren. Das soll heißen, wie kann man ein Produkt digital erfahren? Was heißt das eigentlich, Produkte digital zu erfahren? Was gibt es an Unterschieden natürlich auch gegenüber dem realen, dem physikalischen Leben, dem emotionalen? Was für Unterschiede gibt es für verschiedene Branchen und Zielgruppen? Was heißt das eigentlich, digital unterschiedlich aufzutreten? Und last not least, wie müssen Produktinformationen aufgebaut sein, um in diesen Kanälen erfolgreich zu sein? Was es heute nicht ist, ist ja weder eine Produktpräsentation noch eine Lösungspräsentation, wo es heißt, Mensch, das ist das tolle Ergebnis, sondern wenn Sie heute hier rausgehen, dann werden Sie sicherlich mehr Fragen als Antworten haben, aber ich hoffe, es gibt ein paar Denkanstöße, was das Thema Digitalisierung angeht. Ich bin heute, wie gestern schon gesagt, etwas konservativer gekleidet, damit also auch der Fokus auf dem Vertrag ist und auf dem Vortrag ist und auf der Präsentation ist. Der ein oder andere mag von uns gehört haben, das sind aber sicherlich hier nur einige wenige. Deswegen also ganz kurzen Hinweis darauf, wer die Prodexa ist. Wir sind ein ganz neues Unternehmen. Wir bieten cloudbasierte Lösungen für Product Information und Experience Management. Wir sind ein Produktanbieter, wir sind also kein Dienstleister, kein Baukasten oder ähnliches, sondern ein Produktanbieter, sind ganz frisch am Markt, sind also Ende 2019 gestartet, aber, und das ist das große Aber, da steht die Erfahrung von vielen Jahren dahinter, letztendlich ist das, was Sie hier unten sehen, die Basis, nämlich aus der J-Catalog wurde ein Geschäftsbereich der Opus Capita, das heißt die J-Catalog ist übernommen worden und aus diesem Geschäftsbereich oder aus der Opus Capita ist die Prodexa geworden. Das heißt also, wir sind jetzt etwas über anderthalb Jahre am Markt, haben das ein oder andere schon erreicht, sind bisher noch mit rund 50 Mitarbeitern an Dortmund und an einem zweiten Standort noch sehr überschaubar in unserer Größe, planen aber da einiges mehr zu tun und haben natürlich auch eine ganze Reihe von guten und ich hoffe auch erfolgreichen Kunden, die unsere Lösungen einsetzen. Das also ganz kurz zum Unternehmen. Was wir anbieten, das sind eine ganze Reihe von Produkten. Da möchte ich nicht im Detail drauf eingehen, aber wir bieten eben Produkte an, um Produktinformationen zu managen, um Digital Assets zu managen und auch um Lieferanten und die zugehörigen Daten zu integrieren und ja, das ganze Ergebnis auch zu visualisieren und in verschiedene Kanäle bereitzustellen. Letzter Punkt zu uns als Unternehmen und dann geht es auch ins Eingemachte, da geht es in den realen Inhalt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Einfaches einfach zu machen und Komplexes möglich zu machen. Das steht über dem, was wir tun. Das ist sicherlich etwas anders als die Vorgänger Opus Capita oder J-Catalog kennen. Wir haben viele auch komplizierte und innovative Dinge geschaffen in den Unternehmen. Wir wollen aber die einfachen Punkte auch wirklich einfach machen. Das also einfach noch zu unserem Motto und zu dem, was wir tun. Nun aber zu dem, worum es heute gehen soll, nämlich wie kann ein Produkt digital erfahren werden? Was bedeutet das überhaupt? Was verbirgt sich dahinter? Digitale Erfahrung ist in Wirklichkeit eine Einschränkung unserer Sinne. Das bedeutet, digital habe ich weniger Sinne zur Verfügung als im realen Leben. Das heißt ganz konkret, ich kann digital was sehen, ich kann was hören, ich kann nicht fühlen, ich kann nicht riechen, ich kann nicht schmecken. Ich kann viele dieser Dinge nicht digital machen. Und das ist nicht das Einzige, sondern es geht noch weiter. Das, was ich digital und online erfahre und die Sinne sehen und hören, werden auch nur eingeschränkt genutzt. Das ist einfach was anderes, ob man etwas leiser spricht und es passiert was und dann gibt es auf einmal eine Unterbrechung und es passiert ein lautes Geräusch, es passiert eine Interaktion oder ob man das am Monitor erfährt, ob man irgendwas zwischendurch pausiert, ob man hingeht und sagt, ich habe meine Sinne nicht in der Form eingesetzt. Ganz besonders ist das beim Sehen so und das wissen Sie selbst. Wenn Sie also hier Ihr Handy sehen, dann ist einfach das Erlebnis eines Produkts oder das, was Sie auf dem Bildschirm sehen, nicht zu vergleichen mit dem Erlebnis gegenüber vielleicht einem großen Display, gegenüber
der realen Welt und den Punkten, die sie anfassen und fühlen können. Ein kleines Beispiel, ein kleines privates Beispiel, um das vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu machen. Das war noch vor der Corona-Zeit, das ist der Frühling von Botticelli. Ich war glücklicherweise kurz vorher noch mit meiner Frau in Florenz. Das hat mich immer schon beeindruckt, fand ich toll. Wenn man das im Kleinen sieht, ist das ganz nett. Auf dem Handy wirkt das eigentlich nicht sonderlich. Wenn man das auf dem großen Plakat sieht, dann ist das auch ganz nett. Wenn man davor steht, und das kann man hier einfach nicht erfahren, dann bläst es einen um. Das sind 2 mal 3 Meter. Das kann man nicht vergleichen. Man kann das nicht vergleichen. Man kann nicht jede Information, jedes Fühlen, jedes Erfahren aus der physikalischen Welt und aus der emotionalen Seite in die digitale Welt übertragen. Das ist einfach Fakt. Also insofern glaube ich eben auch daran, dass es langfristig auch immer ein Miteinander gibt, dass es langfristig viele Welten und viele Sinne gibt, die eben unterstützt werden. Und das wollen wir natürlich auch erreichen. Aber das heißt natürlich nicht, wenn wir das jetzt hier real sehen, das heißt natürlich nicht, dass man nicht digital Dinge auch gut erfahren kann oder dass es sogar bestimmte Informationen gibt, bestimmte Produkte, bestimmte Kategorien, die man digital viel besser erfahren kann, viel intensiver erfahren kann, als das physikalisch möglich ist, weil das zum Teil gar nicht drin ist. Vielleicht das ganz profane, aber wichtige Beispiel dazu, nämlich wie viel Informationen gibt es denn eigentlich, die mich vielleicht interessieren könnte, die da ist. Beim Produkt ist das eine ganze Menge, das sind nur mal ein paar Oberbegriffe. Das erhebt jetzt nicht den Anspruch, irgendwie vollständig zu sein, aber das sind viele, viele Dinge. Das sind irgendwelche Textinformationen und Preise, natürlich Bilder, Videos. Das sind internationalisierte Angaben in verschiedenen Sprachen für verschiedene Märkte, regionale Aspekte. Das sind ganz unterschiedliche Eigenschaften, aber eine Eigenschaft kann auch einfach eine kleine Zahl sein, die irgendwas beschreibt, ein Temperaturbereich oder sonst irgendwas. Das kann aber auch eine detaillierte Beschreibung einer Funktionalität eines Produkts sein. Also das sind viele Funktionen, das kann man weiter aufgliedern. Da kann man, ich habe jetzt extra hier einige Punkte rausgelassen und dafür mal so ein paar Unterpunkte nur eingefügt. Man kann das sehr weit aufgliedern. Was man damit sieht und erkennen kann, ist einfach nur, dass das sehr viel Information ist. Diese Information, diese große Menge, die kann ich nicht mit einem kleinen Wurf, mit einem kleinen Informationsschnipselchen übertragen, sondern das sind Dinge, die vielleicht auch nicht gleich wichtig sind für alle. Natürlich interessiert mich in einer bestimmten Region, dass das Ganze in meiner Sprache ist oder angepasst auf meine Region. Aber nicht jedes Bild, nicht jeder Text, nicht jede Eigenschaft, nicht jede Gruppierung oder Klassifikation ist gleich wichtig für diejenigen, die sich ja, mit den Themen auseinandersetzen und die das nutzen. Was wir heute für eine Situation haben, ist, dass immer mehr Information und immer mehr Produktinformation bereitsteht, aber dass diese Produktinformation fast erschlagend sein kann. Das heißt also, ich will eigentlich weniger Information oder vielmehr nur relevante Information transportieren. Das ist die ideale Welt. Das ist das, was natürlich das ist, was unsere Zielkunden, was alle Menschen, Anwender, Betroffene, habe ich es eingangs genannt, haben wollen. Ich will nicht 76 Seiten lang Erläuterungen haben, von denen mich 75,5 Seiten nicht interessieren, sondern ich will natürlich idealerweise nur einen kleinen Ausschnitt daraus sehen und daraus erkennen. Was aber ganz sicher der Fall ist, ist, dass, und wir sind ja hier auch bei einer Konferenz, die sich mit allen unterschiedlichen Formen der Produktkommunikation und dem gedruckten Teil, dem digitalen Teil auseinandersetzt. Was ganz sicher der Fall ist, ist, dass Produktinformation eine wichtige Basis für den Verkauf ist. Produktinformation und das, was ich zu einem Produkt erfahre, das ist ein Verkäufer. Das ist Teil dessen, was verkauft. Wir haben gestern mehrfach das Beispiel der Verpackungen gehört, die nicht nur als Verpackung interessant sind und wo das Haptische, das Fühlende reinkommt, sondern die natürlich auch ein Informationsträger sind. Oder in dem Fall hier so klein wie wichtig ein Etikett, wo vielleicht draufsteht, was ist das für ein Material oder wo kommt das Ding her. Aber es gibt viel, viel mehr, was eben noch an Informationen da ist. Produktinformation verkauft. Das ist ein zentraler Punkt für uns, die hilft uns, mit den Daten umzugehen. Jetzt habe ich, um da den Einstieg oder auch den Vergleich zu sehen, mal 2 Beispiele rausgesucht für eine Kommunikation von bestimmten Daten online und Print. Und ich werde später noch detaillierter darauf eingehen. Aber was Sie hier sehen, das sind 2 so Beispiele. Auf der linken Seite sehen Sie hier eine klassische Trefferliste aus einem Shop. Was Sie da sehen ist, Sie sehen nichts oder Sie sehen nicht viel, was Sie vorwärts bringen würde. So richtig angenehm ist das nicht, als Anwender das Ding vor sich zu haben und zu sagen, oh, was wollte ich denn jetzt eigentlich haben und was ist das denn genau? Das heißt, die Darstellung
ist alles andere als ideal. Ich habe das auch bewusst so rausgesucht. Also es gibt sehr viele Darstellungsformen natürlich auch. Auf der rechten Seite, das sind jetzt hier Beispieldaten, also da ist auch nicht alles real aufgeführt, aber auf der rechten Seite sehen Sie einige Dinge, die gesetzt und gestaltet wurden, allerdings auch nur mit kleinem Aufwand gestaltet. Also das ist, wie Sie hier sehen, keine im letzten Detail perfekt gestaltete Seite, sondern das ist einfach nur eine vernünftig aufbereitete Information, wie man sie eigentlich auch im gedruckten Umfeld, im Printumfeld erwartet und wie man sie an der Stelle erwartet. Was ist nun der große Unterschied? Der große Unterschied ist zum Beispiel, dass ich hier an der Stelle zwar viele Informationen habe, eine tolle Trefferliste oder sowas aufbereitet wurde, aber Daten gar nicht miteinander im Zusammenhang stehen. Ja, die teilen sich vielleicht das Schlüsselwort, nach dem ich gesucht habe. Das ist aber auch alles. Auf der rechten Seite stehen Daten im Zusammenhang. Man sieht hier, Mensch, da ist eine Beschreibung dieser ganzen Kategorie drin. Da sind einzelne Produkte mit dabei. Da sind verschiedene Erläuterungen oder tabellarische Darstellungen dabei, um klarer zu machen, worum es sich handelt, was da an Informationen dahinter liegt. Das ist, so erschreckend das klingen mag, sehr häufig der Fall, nämlich dass man online diese Informationen hat und in gestalteten Medien diese Informationen. Das ist also eine ganz, ganz häufige Geschichte, die jeder von Ihnen auch schon erlebt hat und auch jeder von Ihnen als Käufer, als Einkäufer, als Verkäufer, als Betroffener, wie ich eingangs sagte, schon mitgekriegt hat. Und mir ist das eben sehr oft auch schon passiert. Was sind da für Charakteristika? Was ist eben interessant, wenn man diese digitalen und unterschiedlichen Informationswelten miteinander vergleicht? Ich habe das mal hier etwas technischer oder nicht technischer, aber inhaltlich vielleicht etwas weiter gestaltet, aufgesetzt. Die Gestaltung der Punkte, die sind vielleicht Template-basiert oder vielleicht von Hand gestaltet. Das gibt es online wie im Print. Der Unterschied bei den Online-Daten ist noch, dass das häufig in den Systemen nicht unterstützt ist, die Daten nicht passend aufbereitet sind für diesen digitalen Weg. Das heißt, selbst wenn mir ein System technisch die Möglichkeiten bietet, kann ich das nicht umsetzen, kann ich nicht dieselbe Erfahrung, dieselbe Experience bieten, wie ich die vielleicht hier auf der anderen Seite habe. Ich habe häufig, das ist eine ganz typische Sache beim Online-Thema, ähnliche oder gleiche Darstellungen für die verschiedenen Produkte. In dem, was individueller gestaltet ist, habe ich fast immer unterschiedliche Gestaltungen für verschiedene Produkte, für verschiedene Kategorien. Auch das ist nicht immer digital wirklich gut unterstützt. Also da gibt es noch einiges für die Industrien zu tun, um da dieselbe Ebene zu erreichen. Und was auch ganz interessant ist, ist der letzte Punkt. Da gehe ich jetzt nochmal auf, wie gesagt, eine klassische gedruckte Form ein. Ich habe ja da Einschränkungen. Ich habe ein seitenorientiertes Vorgehen. Ich habe einen Platz orientiertes Vorgehen. Ich habe Einschränkungen. Es gibt das bekannte Zitat, oder was viele von Ihnen mal gehört haben, was wahlweise Goethe oder diversen anderen zugeschrieben wird. Ich habe dir einen langen Brief geschrieben, da ich keine Zeit für einen kurzen hatte. Also ich habe viele Dinge dazu gelesen, wer es war. Der Kern der Geschichte ist, es erzwingt ein tieferes Auseinandersetzen mit dem Produkt, mit dem, was vorgegeben ist. Es zwingt mich dazu, besser, klarer zu strukturieren, die wichtigen Sachen in anderer Form vielleicht auch zu präsentieren. Das ist eine Geschichte, die wirklich sehr interessant ist an der Stelle. Hier bei Online, bei der gesamten Online- und digitalen Kommunikation habe ich den großen Vorteil, ich habe unbegrenzt Platz, ich habe unbegrenzte Möglichkeiten, da was zu zeigen. Klingt erstmal toll und ich gebe gleich auch noch ein paar Beispiele, wo es wirklich toll ist, wo es große Vorteile bietet. Das Medium ist zum Beispiel hier auch viel interaktiver. Ich kann interagieren, was ich mit vielen der anderen Dinge nicht machen kann. Die kann ich anfassen, aber da ist eben nicht die Interaktion da. Aber das hat eben auch Nachteile. Wunderbar, dann stopfen wir doch jede Information da rein. Dann machen wir doch alles, was eben notwendig ist, stellen das bereit und bringen das zusammen. Das gilt dann auch für die nächsten Punkte, wo es auch wieder Unterscheidungen gibt und nicht Unterscheidungen, die zwingend technisch notwendig sind, aber die sich so ergeben haben. Also in einer solchen Kommunikation, in dieser Kommunikation, die wir hier haben, da werden häufig Produkte und Dinge gemeinsam dargestellt, ein bisschen zusammengebracht. Da heißt es, oh, in der Gruppe, da gibt es die und die Produkte, aber so stehen die zueinander in Beziehung. Das sind so die grundlegenden Dinge, die du da sehen kannst. Das findet man häufig online weniger. Ich spreche jetzt hier an der Stelle online mal von klassischen Shop-Systemen, von Marktplätzen, von all den verschiedenen Marktteilnehmern und Kanälen, die da draußen sind. Da ist es eben häufig so, dass man sagt, ja, es gibt eine Suche oder es gibt eine bestimmte hierarchische, produktgruppenorientierte Navigation und irgendwann komme ich dann zum einzelnen Produkt und dann kann ich mir das angucken. Ich sehe aber den Bezug, ich sehe den Kontext überhaupt nicht mehr. Und Kontext ist da ein ganz wichtiges Wort,
Ich habe auch dazu gleich noch ein kleines Beispiel vorbereitet. Und last not least zwingt eben auch diese Tatsache, dass ich hier reduzierten Platz habe, reduzierte Informationsmengen auch bringen will, die zwingt zu einer Spezialisierung, die zwingt dazu, etwas schärfer, klarer, einfacher zu machen, was nicht leicht ist, was nicht einfach ist, also das ganz bestimmt nicht, aber eben viel schwieriger ist, als zu sagen, ich habe da alles drin, ich habe da auch den Longtail an Produkten drin, ich habe viele, viele Informationen, da schmeiße ich alles rein und dann wird der Kunde, der Interessent, der Käufer damit schon klarkommen und das ermitteln können. Ich gebe noch mal ein Beispiel von gestalteten oder teilweise gestalteten Medien versus einem wenig gestalteten Teil. Wenn wir hier mal zwei Katalogseiten, so traditionelle, alte, technische Kataloge angucken, dann ist die linke Seite natürlich erstmal so, dass man sagt, oh Gott, warum wird sowas überhaupt noch auf Papier gebannt? Warum mache ich das nicht alles online und digital? Und dann ist das ganze Thema doch durch und dann ist das viel besser. Und da ist auch was dran. Also wenn ich jetzt hier diese Präsentation sehe, da kann man drüber streiten. Bei der rechten Seite kann es durchaus auch so sein. Da sind aber sehr schön tabellarisch oder in einer Tabelle, in einer zweidimensionalen Struktur eben Bilder dargestellt. Das ist sehr hilfreich. Wenn wir aber mal ins Detail hier gehen, und Sie können es jetzt leider von hinten nicht lesen, ich konnte das auch nicht entscheidend größer ziehen, dann sehen Sie, hier gibt es so einen Lampentyp, was für eine Energieform, und dann gibt es die verschiedenen Produkte. Das heißt also, in Wirklichkeit ist da eine Hierarchie drin, eine Gliederung drin, das ist visuell mit den Linien, mit den Punkten ganz schön unterschieden, das ist nämlich gar nicht schlecht in der Navigation. Wenn Sie so eine Produktliste mal auf einen klassischen Shop, auf eine klassische digitale Kommunikation transferieren, dann haben Sie auf einmal eine lange, nicht untergliederte Liste, die ist vielleicht sortiert, aber die hat diese Hierarchie, die hat die Struktur gar nicht mehr. Das ist selten, dass Sie diese Strukturen, diese Arten vernünftig gemacht im Shop finden. Jetzt gehe ich mal auf technische Produkte ein. Wir kommen ja gleich noch auf die Branchen. Bei den technischen Produkten ist es dann zum Beispiel so, dass Sie sagen, Sie suchen nach bestimmten Attributen, nach bestimmten Werten. Die sogenannte parametrische oder Facettensuche ist ja was, was man sehr häufig findet. Problem ist, gibt es gar nicht an jeder Stelle. Gibt es in vielen Marktplätzen, in vielen Handelssituationen nicht. In vielen Stellen gibt es das nicht. Warum? Weil das viele Anforderungen an die Daten setzt. Viele Anforderungen, die Produktinformationen hergeben müssen, die aber gar nicht geleistet werden, die gar nicht vorhanden sind und die auch nicht gleichartig sind zwischen verschiedenen Herstellern, Anbietern, Händlern und so weiter. Das heißt also, das, was auf Anhieb hier so rau und schlecht aussieht und wo man sagt, naja, das brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, das können wir online und können wir viel besser, das ist gar nicht so leicht, das online entscheidend besser zu machen. Nochmal, das soll jetzt nicht heißen, dass das hier in irgendeiner Form der gedruckte Katalog der Zukunft ist oder die Daten der Zukunft, aber man muss einen Schritt zurücktreten, man muss sagen, was von diesen Informationen kann ich denn gut und vernünftig in die Online- und in die digitale Welt übertragen, wie kann ich das anders anbieten, wie kann ich das besser anbieten. Ist also, wie gesagt, nicht so leicht, wie man vermeintlich glauben mag. Aber jetzt kommen wir auf ein Beispiel, was jeder kennt, der beliebte IKEA-Katalog, der inzwischen ja nicht mehr breit verteilt wird, sondern nur auch auf Anforderungen noch. Also auch das ist reduziert. Was ist der große Unterschied? Der Unterschied dabei ist Kontext. Das ist nicht nur das einzelne Produkt, sondern es sind viele Produkte zusammen, Dinge, die in einen Kontext gehören und die zusammenkommen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja normal, das ist ja in der gestalteten Form völlig normal. Das macht man in der physikalischen Welt, in der Druckwelt, macht man das überall so. Es ist sehr häufig so, dass Ähnliches nicht online angeboten wird. Warum, ist mir manchmal nicht klar. Es ist natürlich auch ein nicht unerheblicher Aufwand, das zu machen. Aber der Punkt ist, hier werden verschiedene Produkte, verschiedene Inhalte miteinander in Bezug gesetzt, aufwendig in einer Präsentation, in einer Darstellung. Aber das ist auf einmal eine andere Sichtweise auf die Produkte. Ich kann ja in zwei Formen auf bestimmte Produkte gucken. Ich kann einerseits sagen, was sind Produkte, die in derselben Kategorie sind. Also ich suche nach einem Stuhl und dann will ich jetzt 46 verschiedene Stühle haben und will die dargestellt haben. Oder ich suche nach einem Stuhl, einer Couch, Dingen, die zueinander passen, die in einem ähnlichen Stil sind, die in einer ähnlichen Umgebung sind. Jetzt mag das sehr spezifisch klingen, als wenn das nur für Möbel oder für ähnliche Dinge gelten würde oder für Fashion vielleicht, für den Modebereich, von dem ich ja erstaunlicherweise nichts verstehe. Aber das kommt eben in sehr vielen oder in sehr großem Kontext vor. Das kommt sehr viel häufiger vor, wenn man einen Schritt zurückgeht und über die eigenen Produktstrukturen, über das eigene Angebot nachdenkt, dann ist das sehr viel häufiger
als man vielleicht glauben mag. Also die Idee dahinter ist eben Kontext zu haben. Und ich sagte schon, das ist dann die andere Alternative des Kontextes, die man digital kennt. Couch, und dann habe ich eben ja, 26 verschiedene Couchen und kann mir das dann alles angucken und bringen. Also kurz und hier nochmal nur technisch oder mit Text zusammengefasst. Platz, Informationsmenge, was zeige ich, und die Reduktion, das ist was, was durchaus positiv sein kann und was man eben auch als Chance für die digitale Welt sehen kann. Und dasselbe gilt auch für den Kontext, den Zusammenhang mit anderen Dingen. Man kann da in viele verschiedene Richtungen denken und in viele verschiedene Richtungen gucken, was heute nicht immer geschieht, nicht immer gemacht wird. Und das bringt mich dann noch zu weiteren digitalen Formen, die jetzt wirklich stark digital sind. Zum Beispiel der Tatsache, dass man im Fashion- oder Modebereich Dinge auf eine Person projizieren kann, dass man eine unterschiedliche Auswahl hier macht und sagt, Mensch, du kannst hier den Stoff auswählen, du kannst dir hier ein paar Sachen angucken. Das sind vielleicht eigenständige Produkte, also Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3, Produkt 4 mit den ganz verschiedenen Stoffen dahinter. Aber es wirkt aus Sicht des Anwenders eher wie eine Konfiguration, wie eine Individualisierung für ihn selbst. Also das heißt, das ist auch ein etwas anderes emotionales Erlebnis, wenn er sowas durchführt. Dasselbe gilt natürlich auch, das ist online immer eine andere Sache für eine Jacke oder eine Darstellung von irgendeinem Produkt. Das wird man natürlich in einem Fashion-Bereich nicht nur von vorne machen, sondern von vielen Seiten oder eben, wie es online auch wieder ärgerfrei möglich ist oder wo man mehr machen kann, dass man es visualisiert, dass man es dreidimensional macht, dass man also auch mehr Aufwand in den Content, in die Informationen steckt. Denn das kostet ja auch alles Geld, das zu machen. Das muss alles produziert werden. Das ist halt auch Teil des Problems natürlich dahinter. Das ist keine Frage. Gut. Was heißt das jetzt für die vielen verschiedenen Branchen? Ist das überall gleich? Natürlich nicht. Wenn wir also uns die Frage stellen, was bedeutet das denn für die verschiedenen Branchen und Zielgruppen, dann gibt es da große Unterschiede. Und ich habe es eingangs gesagt, es ist jetzt nicht meine Zielsetzung, dass Sie heute rausgehen und sagen, der hat mir jetzt wunderbar für die Branche erklärt, was man da genau macht, sondern eigentlich soll das nur ein Denkanstoß sein, dass das abhängig von den verschiedenen Bereichen ganz unterschiedliche Ideen gibt. Was außer Frage steht, das ist eigentlich nur das, was Sie alle kennen und auch oft gehört haben, das Thema E-Commerce, das hat sich seit Corona in den letzten 18 Monaten komplett geändert. Das, was in den letzten, das ist so das typische US-Beispiel, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist in der Corona-Zeit in den ersten 3 Monaten passiert. Das ist etwa der Vergleich. Also das heißt, da sind 10 Jahre weiterer Entwicklung auf 3 Monate verdichtet worden. Geht das wieder zurück in die Vor-Corona-Zeit? Wird das alles gleich bleiben? Wohl eher nicht. Geht das Thema Homeoffice zurück oder ähnliche Dinge, die wir gemacht haben? Auch nicht. Das heißt also, das, was hier einmal geschaffen wurde, das kann nicht zurückgenommen werden, um da Dürrenmatt oder die Physiker zu zitieren. Erstaunlicherweise, das ist was, was ich zusätzlich noch rausgesucht habe, was jetzt auch eine Geschichte ist, die mich interessiert hat, war das denn verbunden damit, dass die Leute mehr im Internet sind, mehr Social Media nutzen, also viel mehr machen? Nö, war es nicht. Das heißt, die Leute sind in ihrer Social Media Nutzung, in dem, was sie mit dem Internet gemacht haben, ist das jetzt nicht so, als wenn die vorneweg nichts gemacht hätten und jetzt ist auf einmal 3-mal so viel in der Corona-Zeit gewesen. Nein, das hat ein bisschen zugenommen, das hat graduell zugenommen und trotzdem sind Entscheidungswege, Präsentationen, Darstellungen auf einmal ganz anders und haben einen anderen Charakter, als das noch vor 18 Monaten der Fall gewesen ist. Und wenn Sie mich im März letzten Jahres oder Februar letzten Jahres gefragt hätten, was da alles kommt, also da hätte ich auch nicht dran geglaubt, dass das passiert oder wie es eben passiert, wie das gekommen ist. Die Zielgruppen und deren Vielfalt ist natürlich so ein Thema, was ich heute in keiner Form beleuchten kann. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man zu berücksichtigen hat. Ich habe nur mal ein Beispiel rausgesucht und ich möchte da der Firma Vilo nicht zu nahe treten, aber von einer wunderbaren Pressemitteilung, die gerade gekommen ist, da sieht man wieder Vielfalt in Inkarnation. Also man sieht alles ganz unterschiedlich, ganz vielfältig. Wenn Sie also jünger als 45 sein sollten oder weiblich oder nicht westeuropäisch in den letzten 50 Jahren, dann fühlen Sie sich vielleicht nicht ganz repräsentiert. Aber man sieht, auch in diesen Zielgruppen gibt es große Unterschiede. Hier zum Beispiel das schwarze T-Shirt, denn alle anderen tragen ja weiße oder hellblaue Hemden. Also auch da ist Vielfalt drin. Es geht noch weiter, vielleicht als kleiner Scherz noch, wenn man den Herrn mal auf die Schuhe guckt, dann sehen wir, auch da ist es ganz radikal. Hier sehen wir die braunen Schuhe. Also gelebte Vielfalt ist überall zu finden. Worauf ich aber hinaus will damit, ist
Auch das ist eine Zielgruppe. Wir sind ja alle ganz unterschiedlich, alle Menschen, alle Käufer, alle Einkäufer, die das tun, sind ganz unterschiedlich in ihrem Verhalten, in dem, was sie antreibt, in dem emotionalen Teil. Das heißt also, wenn ich die Zielgruppe erreichen will, dann muss ich entsprechend für diese Zielgruppe kommunizieren, muss das auch darstellen, muss das entsprechend bringen. Und das ist schwierig. Nicht, wenn man so eine sehr klar definierte, ganz einfache Zielgruppe hat, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber das kriegt man natürlich auch nicht so. Denn egal, welchen Kanal ich wähle, ist doch meine Zielgruppe nicht ganz scharf getroffen. Ich habe da sehr unterschiedliche Leute dahinter. Das ist alles andere als einfach. Und das wollte ich hier einfach nochmal ein bisschen darstellen, auch da wieder, ohne auch nur ins Detail einzusteigen, ohne da reinzugehen. Es gibt zugrunde liegend viele Informationen, natürlich aus Produktinformationen, aus Bildern, Digital Assets und weiteren Experience-Informationen, da komme ich gleich noch drauf. Aber die ganzen Branchen unterscheiden sich da sehr deutlich, die Kanäle unterscheiden sich sehr deutlich, die Zielgruppen auch. Ich muss da sagen, ich möchte manchmal nicht in der Haut vieler Marketingverantwortlicher stecken, das anzugehen, denn das ist natürlich alles andere als einfach. Das ist nicht trivial zu sagen, wie kann ich denn jetzt meine Daten, meine Informationen, das, was ich sagen will, das, was ich tun will, vernünftig rüberbringen und in diese verschiedenen Bereiche transportieren und machen. Und dann kommen noch ganz andere logistische Herausforderungen, die auch neu sind. Heutzutage, das wissen Sie selbst, steht jeden Tag gefühlt dreimal am Tag ein Paketbote vor der Tür. Das gab es auch vor 18 Monaten nicht ganz in dem Thema. Also dieses Konsumverhalten, was ich auch bei meiner Tochter noch stärker als bei meinem Sohn sehe, das ist aktuell noch so, aber fünf Paar Schuhe bestellen, vier Paar zurückschicken und dann ist ein tolles Paar da. Das ist auch ein komplett anderes Verhalten, ein Verhalten, was nichts mehr mit dem zu tun hatte, was Anfang 2020 da gewesen ist. Und diese Welt, die wird sich nicht mehr zurückdrehen. Das heißt nicht wunderbar und jetzt gehen wir wieder auf den Stand 2019 zurück, sondern das wird bleiben. Mit bestimmten dieser Punkte müssen wir umgehen. Das ist schwierig, das ist jetzt hier eine Prodexa Standardfolie, so möchte ich sagen, da will ich auch nicht viel dazu sagen, aber es gibt so viele Dinge, die uns da begleiten zum Thema Time to Market, die Informationen konsistent zu kriegen, auch gesetzliche oder Regularien einzuhalten. Wir haben das gestern in dem ersten Vortrag gehört, nur der Hinweis, was muss denn eigentlich auf einer Verpackung draufstehen, was muss ich denn eigentlich sagen bei den Punkten. Wir haben verschiedene Kunden, die in unterschiedlichen Formen davon betroffen sind, ganz schwieriger Punkt. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Komplexität bei den Produkten, all das spielt da rein. Ich habe ein kleines Beispiel an der Stelle noch gebracht, um auch das wieder ein bisschen klar zu machen, die Bremsscheibe fürs Auto. Das kennen wir alle, also ich nicht. Ich bin sehr untechnisch vergleichsweise, aber die Bremsscheibe fürs Auto ist doch eigentlich eine ganz einfache Sache. Jetzt muss ich ja nur noch eine passende Bremsscheibe finden, eine passende Bremsscheibe für mein Auto. Leider nicht ganz so leicht, denn es gibt ja viele unterschiedliche Autos. Da sind jetzt zwei Beispiele, aber in Wirklichkeit gibt es eben, 500 Modelle, die irgendwo da draußen sind. Die gibt es auch noch in unterschiedlichen Baujahren und Strukturen. Also wenn ich nur mal so einen Teil sehe, wie ein Ersatzteilbereich oder ein Aftermarketsbereich oder ähnliches, dann hat der schon wieder eine ganz andere Kommunikationsform. Und das ist auch nicht so trivial, jetzt diese Bremsscheibe da reinzustellen. Denn wenn ich sage, das ist eine Bremsscheibe, hilft mir das nicht. Ich muss ja sagen, für welche Autos, in welcher Form, in welchen Baujahren ist das denn zulässig? Und das muss ich auch noch vernünftig im System hinterlegen, damit ich diese Informationen überhaupt transportieren kann, damit ich die rüberbringen kann. Das ist also leider nicht so einfach, wie es vielleicht auf Anhieb erscheint. Und da eben mein Vergleich, mein Beispiel der verschiedenen Branchen. Auch da, bitte nehmen Sie das mit oder sehen Sie das mit Vorsicht an. Das, was hier steht, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist mal so ins ganz Grobe geschossen. Wenn ich ein paar beispielhafte Branchen hier nehme und ein paar beispielhafte Teile der Produktinformationen, das sind wirklich nur Bestandteile, dann sind die natürlich ganz unterschiedlich gewichtet. Also je nachdem, wo ich hingehe, haben die eine ganz unterschiedliche Gewichtung, eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Großes Problem, wenn Sie als Hersteller zum Beispiel unterwegs sind und sind in leicht unterschiedlichen Produktkategorien unterwegs, also Sie sind ein Handelsunternehmen und aggregieren Produktinformationen von vielen verschiedenen Bereichen, dann wird das auf einmal vergleichsweise schwierig, eine entsprechende Kommunikation zu machen und eben auch die verschiedenen Bereiche passend auszusteuern, die Daten passend bereitzustellen. Und von den Kanälen will ich gar nicht sprechen, Point of Sale und Marktplätze und ähnliche Dinge, also das sind alles Sachen, die jetzt ich hier noch gar nicht aufgeführt habe. Warum? Weil es eben auch eine schwierige Aufgabe ist. Was mich zur letzten Frage bringt, wie eingangs schon gesagt, nämlich, wie müssen denn Produktinformationen aufgebaut sein, um erfolgreich zu sein?
Jetzt kriegen Sie natürlich in den nächsten 30 Sekunden von mir das Geheimrezept, mit dem Sie Ihre Produktinformationen erfolgreich machen können. Also herzlichen Glückwunsch, dass Sie so lange geblieben sind. Nein, es ist eben nicht so. Es ist leider schwierig. Ich wünschte, es wäre anders. Wir sind ein Anbieter von Lösungen, von Softwarelösungen eben für das Management von Produktinformationen. Aber es ist nicht einfach. Das ist eine schwere Aufgabe, die im Marketing, im Vertrieb, in der Produktkommunikation alle antreibt. Ich habe ein Beispiel, das ist uralt, das haben wir auch vor vielen Jahren schon genutzt, ein Beispiel über die Bedeutung von Produktinformationen mal gebracht und auch über die richtige Einschätzung von Produktinformationen. Als damals die Challenger-Katastrophe, und hier ist der Start gekommen ist, als die Challenger-Katastrophe passiert ist, wo damals die Challenger explodiert ist, da lag das Ganze an der technischen Spezifikation von O-Ringen. Nämlich von Temperaturbereichen, in denen diese Dichtungsringe, die haben Sie vielleicht mal gesehen, so kleine Gummiringe oder so kleine Gummi- und Kunststoffdinger, das ist in den meisten Situationen ein Pfennigartikel. Also das kriegen Sie kaum mit. Der Temperaturbereich, der hat nicht gestimmt. Das Ganze ist spröde geworden, ist gerissen, es ist zu Treibstoffaustritten gekommen und Ähnlichem. Jetzt können Sie sich vorstellen, was Qualität von Produktinformationen in verschiedenen Branchen bedeutet. Oh, da habe ich hier die Temperatur ein bisschen falsch eingegeben. Nicht wild, können wir noch mal die Woche aktualisieren oder ein bisschen anders machen. Wir haben einen oder wie gesagt auch mehrere Kunden, die eben auch mit Lebensmitteln zu tun haben. Ich habe einen Kunden jetzt da im Blick, der in der Sensorik tätig ist. Sensorik für Lebensmittel, jetzt messe ich das falsch, jetzt stelle ich das falsch dar. Das ist nicht so richtig spaßig. Das gab es bei der Babymilch vor einer Reihe von Jahren, wo ein Zusatzstoff fehlte, wenn Babys ausschließlich eben über die Milch, also nicht über die Milch der Mutter, sondern über die Babymilch ernährt werden, dann ist es eben so, dass das nicht nur zu Mangelerscheinungen führt, sondern da sind in relativ kurzer Zeit eine ganze Reihe von Kindern dran gestorben. Das ist eben so, dass Qualität ein ganz relativer Begriff ist. Je nachdem, wie Sie hingucken, wo Sie drauf gucken, in welcher Branche Sie sind, ist das ganz unterschiedlich. Und insbesondere die Softwarebranche ist ja für den ganz hohen Qualitätsanspruch bekannt. Das heißt also, in dem Umfeld ist es natürlich so, dass eben je nach Branche Qualität unterschiedlich gesehen wird, unterschiedlich gedeutet wird. Das hat auch damit zu tun, wo man jetzt Daten darstellt und wie man die darstellt. Wenn ich jetzt auf die Marktplätze, die Aggregierer gehe, die in den letzten Jahren ganz massiv gekommen sind, eine Home24 oder Ähnliches, wo auf einmal ein Bereich, wo man sagt, ja, das ist stationärer Handel und das klappt alles und alles wunderbar, auf einmal sich durchaus in eine andere Richtung bewegt. Wenn ich hier einige der Anbieter im Umfeld sehe, dann ist das erstaunlich, ja fast schon unglaublich, was da in dem Rahmen passiert ist, obwohl die Darstellungen im Übrigen immer noch nicht so toll sind. Also die Beispiele, die ich eben gebracht habe, die Qualität, die mir ein traditioneller Katalog in der Vergangenheit geboten hat, die ist heute immer noch nicht da. Die habe ich heute in diesen Welten sehr oft noch nicht. Nichtsdestotrotz hat das eben sehr stark zugenommen. Das ist ein ganz bedeutender Fall. Mano Mano ist jetzt in letzter Zeit ein Thema gewesen, auch für einige unserer Kunden. Da tritt auf einmal jemand auf, wo man sagt, ja, in dem Umfeld, das kann doch nicht sein, dass da Wettbewerber auftreten. Das ist doch alles ein ganz anderer Vertriebsweg, ein ganz anderer Kommunikationsweg. Nein, ich meine, das ist erstaunlich, wie viel darüber passiert. Neue Marktplätze entstehen, Datenpools entstehen, wo auf einmal ganz andere Prozesse dahinter sind, die dann eben typischerweise auch einen bestimmten Branchenfokus haben. Der Begriff oder einer der Begriffe, die da zuletzt oder in den letzten wenigen Jahren aufgetaucht sind, die Enterprise Sales Side Marketplaces, kommt auf einmal hoch. Problem ist, ich kann das, was ich hier einstelle, was ich bereitstelle, was ich an Produktinformationen der Welt und meiner Zielgruppe gebe, ganz gering nur noch beeinflussen, wenn ich jetzt ein Hersteller bin, wenn ich nicht Mano Mano bin oder auch ein Händler, der hier bestimmte Produktkategorien an der Stelle unterbringt. Dann heißt es, stell mir die Daten mal bereit und wir bringen die dann bei uns unter. Das heißt, ich habe auf einmal keinen Durchgriff mehr auf das, was mich verkauft in den Situationen. Denn, wie eingangs gesagt, Produktinformation verkauft. Produktinformation ist ja wirklich ein Mitarbeiter oder ein weiterer Mitarbeiter, der für mich tätig ist. Was wir natürlich auch haben, das ist
Und das wird immer schwer bleiben, das ist immer schwer, das ist ein zentraler Punkt. Es gibt diese Dualität zwischen dem informierenden und rationalen Bereich und dem emotionalen Bereich, der natürlich ganz wichtig ist, der für jede Form von Kaufentscheidung auch wichtig ist, für jede Form von Marketing, von auch Einkauf. Man versucht das immer in vielen Unternehmen zu rationalisieren und zu sagen, das sind alles ganz rationale Entscheidungen, die wir treffen. In der Realität ist es nicht so. Wir sind eben schlussendlich auch als Menschen ganz stark emotional geprägt. Die Frage ist dann auch, kann man das irgendwie rational machen? Wenn ich also sage, ja, ich habe das eben kurz in dem Porsche-Vortrag gesehen, aus verschiedenen Feldern und Eigenschaften mache ich jetzt einen Text, baue mir das so zusammen. Klappt das dann? Erreicht das dieselbe Qualität? Gestern war ein sehr schöner Vortrag von 4Beyond zum Thema automatische Generierung von Texten. Erschreckend, muss man schon fast sagen, wie die Qualität ist, die da rauskommt. Also man stellt eine Reihe von Daten zur Verfügung. Natürlich ist das System angelernt worden für dieses Umfeld. Das ist sehr schwierig. Das geht auch nicht ganz trivial. Also das ist nicht so, als wenn das morgen alle Autoren oder Redakteure da ersetzen würde. Aber es ist erschreckend, wie gut die Qualität ist, die da hinten rauskommt. Da steht man auf einmal und sagt, oh, guck dir das mal an. Was kann ich denn prüfen? Was kann ich denn prüfen, was eine emotionale Seite angeht? Ja, wie will ich ein Bild, wie will ich eine Darstellung auf Emotionalität prüfen? Künstliche Intelligenz hin oder her. Ich habe bisher noch nichts gesehen, was auch nur in den nächsten Jahren in die Nähe kommen könnte. Also das heißt, zumindest in den nächsten Jahren werden wir uns damit deutlich beschäftigen können. Aber die Frage, die natürlich immer aufkommt, ist, kann ich denn das Emotionale auch in irgendeiner Form strukturieren? Kann ich das messen? Das ist immer gerne auf einer Geschäftsführungsebene, wenn es heißt, Mensch, was bedeutet das finanziell? Wird uns das wirklich mehr Umsatz bringen? Das ist immer diese Idee dahinter, dass man alles messen kann, was natürlich auch manchmal eben nicht möglich ist. Man kann das Resultat messen. Ich habe erfolgreicher verkauft, aber den Weg dahin zu messen, das ist schwierig, auch gerne mit dem alten Satz oder dem alten Zitat von Ford begleitet. 50 Cent von jedem Dollar, den ich ausgebe für Werbung, der ist für einen Mülleimer. Ich weiß nur nicht, welche 50 Cent. Also das heißt, das ist ganz, ganz schwierig. Das ist ein ganz schwieriger Teil. Und wie gesagt, auch da gilt natürlich, ich habe nicht vor zu sagen, wir können das, wir wissen das. Produktinformationen nehmen zu. Auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie hier an der Stelle das Thema sehen, also ich habe hier bewusst nochmal Velo genommen, weil die da sehr aktiv sind, sehr viel tun. Also nicht nur, dass es heißt, guck mal überall die Geschäftsleitung von Velo und die sehen da alle gleich aus. Nein, die tun sehr viel in dem Umfeld, aber es gibt viele Aktivitäten, was eben Corporate Social Responsibility oder Environmental and Social Governance angeht. Gehen Sie davon aus, dass Sie in 2, 3, 4 Jahren keine Produktinformationen mehr bei sich managen, verwalten, pflegen, durchreichen, die nicht mehr über Lieferketten, Supply Chains, CO2 dahinter, Transportwege, die das nicht beinhalten. Glaube ich nicht, dass sie damit noch erfolgreich sein werden. Das Bewusstsein, wenn ich das auch sehe, nicht nur bei der jüngeren Generation, sondern jetzt auch wieder bei der Wahl bestätigt, im deutschsprachigen Raum zumindest, dann ist das ein ganz massives Thema. Wenn Sie das nicht mit einbeziehen in Ihre Produktinformationen, haben Sie ein Problem. Kommt noch schlimmer, viele der Punkte, die Sie hier haben, haben ja initial gar keinen Produktbezug, sondern Bezug zum Unternehmen, zum Hersteller, zum Lieferanten, wozu auch immer. Die müssen Sie aber für verschiedene Kommunikationswege in die Produktinformation hineinmultiplizieren, hinzufügen. Warum? Weil ansonsten ich ja nur meinen kleinen Produktausschnitt sehe in diesem tollen Shop und dann ist ein wesentlicher Teil, ist überhaupt nicht vorhanden. Nämlich die Tatsache, dass ich sage, wir haben eine andere Form der Textilherstellung oder des Bedruckens. Ist kein Spaß, wenn man Textildruck in Indien sieht oder sowas, das ist ja wirklich eine ganz schwierige Geschichte. Das heißt also, Produktinformationen nehmen zu. Sie können nicht erwarten, dass das, was Sie heute haben, so bleibt und weitergeht und kommt. Und dann habe ich noch einen Punkt zum Thema Produktinformationen, der mir besonders am Herzen liegt. Ich habe eingangs gesagt, Einfaches einfach machen, Komplexes möglich machen. Das ist Teil dessen, was wir als Prodexa, also als Hersteller von einer solchen Software für das Produktions- oder für das Management von Produktinformationen erreichen wollen. Ich habe hier mal ein Beispiel, was ich mir künstlich ausgedacht habe natürlich, aber für Sie ist natürlich wichtig, wenn Sie auf das Produkt gucken, ob das eine oben liegende Kreuzwelle mit doppelter Reduktionsnut hat oder eben das quersitzende Differentialaxiom mit längslaufendem Fluxkompensator. So ähnlich fühle ich mich bei vielen technischen Informationen, die ich da draußen im Internet habe. Ist kein Witz, also ich bin von Hause aus Informatiker und bei bestimmten IT-nahen Dingen kenne ich mich ganz gut aus, aber bei irgendwelchen, keine Ahnung, autobezogenen Sachen oder sonst irgendwas,
Fragen Sie mich danach und ich sage, tut mir leid, keine Ahnung, noch nie gehört. Das sind aber die Informationen, die gerne auch verbreitet werden. Das ist auch eine Eigenschaft eines Produktes vielleicht. Das heißt also, die Tatsache, dass wir diese Dinge erklären, erläutern, in den Kontext setzen, anders aufbereiten, ist für alle Bereiche wichtig. Das fängt bei der einfachsten Schraube an, vom kleinsten Produkt. Das zu haben, diese Informationen zu haben, die nutzt allen Käufern, Einkäufern, Konsumenten, allen, die damit umgehen. Und jetzt kommt der Vorteil natürlich auch der Online-Welt, denn ich habe da ja Platz. Ich muss das nicht allen vielleicht gleich darstellen in gleicher Form. Ich kann dann auch sagen, Mensch, ich erkläre dir jetzt mal kurz, was das ist, oder ich erkläre dir, was die Unterschiede sind und füge das eben entsprechend noch hinzu. Das heißt also Einfachheit, Erläuterung, die Tatsache, dass ich Interaktion anbieten kann und Platz anbieten kann, das ist gut. Es gibt da viel mehr noch, das ist aber, glaube ich, das Thema für einen ganz eigenen Vortrag, was Guided Buying, Guided Selling angeht, jemanden zum richtigen Produkt zu tragen. Produktfinder ist ein Begriff, den viele von Ihnen auch häufiger mal gehört haben oder den man hier und da im Internet sieht. Da gibt es noch so viel an Informationen, die heute gar nicht existiert, die erstmal geschaffen werden muss, damit das in die Systeme einfließen kann, damit der Kunde unterstützt und geführt werden kann, die heute einfach noch gar nicht da ist. Viele PIM-Systeme, das vielleicht nur am Rande, können die Informationen überhaupt nicht führen. Also man braucht auch entsprechende Strukturen und Inhalte dafür, dass ich da glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel Luft, um für uns alle was zu tun und auch noch viel zu tun oder mehr zu tun als das, was wir heute haben. Also hier nur noch ein ganz praktisches Beispiel. Wie gesagt, das ist jetzt so ein Vergleich von Dell. Da stehe ich dann da und wie gesagt, nochmal, ich habe Informatik studiert, ich bilde mir ein bisschen Ahnung zu haben, aber was ist denn jetzt der große Unterschied zwischen dem AMD Ryzen 3 3250U und dem Intel Core 3 i3-1115GA irgendwas? Und hier steht drin, der ist gekennzeichnet durch seine Vielseitigkeit. Aha, wie vielseitig ist der denn? Was macht der denn? Und hier steht drin, die Express-Charge-Funktionen werden ihren Zeitaufwand reduzieren. Das ist toll, aber der ist doch günstiger. Hat der auch Express-Charge? Keine Ahnung. Also das ist auf der Ebene so unfassbar, das ist noch so ein unfassbar langer Weg, den wir alle zu gehen haben, wo wir viel mehr noch tun können, um es unseren Kunden, aber auch uns selbst einfacher zu machen, besser zu machen. Also ich ärgere mich regelmäßig, ich habe regelmäßig Probleme damit, wenn ich irgendwas kaufen will und stehe vor so einem Zeug und denke, ja, schön, hilft mir aber auch nicht. Jetzt muss ich erstmal die große Recherche, den großen Inhalt machen. Und das sieht dann hier schon ein bisschen anders aus. Apple verwendet eben, hat ein sehr, sehr reduziertes Produktangebot, ganz wenige Produkte, eine sehr stark geführte Art der Kommunikation. Funktioniert auch nicht immer, wenn sie 10.000 Produkte haben, dann ist das nicht mal gerade zu machen. Also auch das ist wieder mit Vorsicht zu genießen. Aber hier sehe ich zumindest, naja, das Ding ist groß, das ist für die Pros. Und das ist eben eher, wenn ich unterwegs bin, kleiner und hat halt eine etwas andere Ausrichtung an der Stelle. Also das ist ganz schön gemacht. Das habe ich dann hier nochmal ein bisschen technisch dargestellt. Aber wie gesagt, nochmal, das soll keinen Inhalt groß beschreiben. Die Produktinformation nimmt weiter zu. Das ist nicht am Ende, da kommt noch mehr dazu. Aber die muss nicht nur in verschiedenen Zielgruppen rein, sondern muss erstmal selektiert werden, was gehört wohin. Und auch diese Transformation, die Darstellung, was setze ich da ein, wie setze ich das ein, wie stelle ich das zusammen, die muss schon kommen. Bitte. Wie würden Sie denn empfehlen, den Link hinzubekommen? Wirklich die relevanten Informationen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort für die richtige Zielgruppe zu haben? Wo kommt die Information der Zielgruppe, wo kommt die Verknüpfung mit dem Hochschul? Also eine schwierige Frage. Wir können bei uns in der Anwendung, können wir solche Dinge direkt hinterlegen. Ich kann hier, geht er zurück? Da geht er, okay, Verzeihung. Ich kann solche Verknüpfungen direkt hinterlegen. Ich kann also sagen, welche Eigenschaften, welche Daten, welche Werte sollen für welche Kanäle dargestellt werden, also wirklich direkte Beziehungen haben. Das funktioniert aber nicht immer. Warum? Es kommt ja noch schlimmer. Teilweise sind die Kanäle, in die ich hier gehe, ja gar nicht die schlussendliche Zielgruppe. Wenn ich als Hersteller oder als Anbieter zum Beispiel Daten hier in den Handel reingebe und der Handel selber aber wieder eine Modifikation, eine Selektion vornimmt, um die an seine Zielgruppe zu bringen, dann kann ich da nichts tun. Wie gesagt, eine gute Frage, auch in dem Rahmen wieder kaum zu klären oder zu lösen. Man kann direkte Angaben machen, man kann hingehen und sagen, nein, ich habe das in Anführungszeichen ein bisschen regelbasiert, also technische Daten. Die technischen Daten aus dem Bereich, die müssen grundsätzlich hier für Unternehmen oder für den Kanal rein, der eben technische Informationen verlangt. Also dann kann ich das regelbasiert vornehmen, aber da gibt es eben eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Um da auch zum Ende zu kommen, ich bin ein bisschen über der Zeit.
Es gibt ganz viele Touchpoints, ganz viele Kanäle. Kann ich die ideal bestücken? Nein, aber ich brauche eben Unterstützung dafür. Ich muss das tun. Es gibt Informationen, die ich gar nicht beeinflussen kann. Alle kennen wir das Thema Reviews, Ratings und ähnlicher Daten, wo ich sage, naja, die Daten gehören mir gar nicht, da komme ich nicht dran. Wie gehe ich damit um? Das sind auch Produktinformationen, ganz konkret bezogen aufs Produkt, kann ich aber nichts tun. Ich kann aber das, was mir gegeben ist, zum Beispiel zu sagen, Mensch, das ist jetzt eine Amazon-Seite, man glaubt es gar nicht. Also ein Anbieter hat wirklich diese Amazon-Seite gut gestaltet, das vernünftig gemacht und auf einmal verkauft das Ding wirklich. Das funktioniert wirklich sehr gut. Einer der sehr erfolgreichen Anbieter in dem Umfeld. Im Gegensatz zu solchen Informationen, die man natürlich auch an jeder Ecke im Internet findet, der absolute Standard. Also wie gesagt, es ist immer wieder erschreckend, wie häufig diese Informationen auftreten und an was für Stellen die auftreten und wie das kommt. Sie sehen, das ist ein bisschen älter mit der Galeria Kaufhaus. Aber wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie Sie diese Informationen digital darstellen können, wie Sie es gut machen können und eben auch reduziert und einfach für den Kunden machen können. Also zum Beispiel stellen Sie sich vor, das sind viele unterschiedliche Einzelprodukte, aber Sie tun jetzt nach außen so, als wenn das eine Produktkonfiguration wäre und führen den Kunden zu seiner Konfiguration hin. Das ist eine Möglichkeit, wie man diese Produktdaten eben kommunizieren kann. Und damit, ja, zum Abschluss und zur Frage, was haben wir daraus gelernt? Was haben wir gemacht? Ich habe ja schon gesagt, ich kann keine Lösungen bieten. Ich kann nicht sagen, out of the box, das ist der Weg, wie man vorgeht, sondern das hängt von Zielgruppen, von Branchen, von den verschiedenen Kategorien ab. Natürlich versuchen wir als Anbieter von Software in so einem Umfeld, das breit und vernünftig abzudecken, aber auch mit spezifischen Lösungen für bestimmte Branchen und bestimmte Kanäle vorzugehen, weil auch das ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber es gibt schon ein paar Punkte, die man vielleicht in dem Rahmen sich nochmal merken kann oder die man abschließend aufnehmen kann. Die Produktinformation verkauft. Ich denke, das ist uns allen bewusst an der Stelle. Produktinformation, das ist mehr als ein bisschen Text und ein bisschen Bild. Das ist sehr, sehr viel, was dahinter ist. Jeder Kanal ist anders. Jeder Jack ist anders, sagen sie in Köln, aber das gilt eben an der Stelle auch. Und es gibt viele, viele Faktoren, das kann man nicht oft genug hier sagen, die eben diese Kommunikation beeinflussen und mit denen man auch strukturiert umgehen muss. Was mir persönlich noch am Herzen liegt, ist eben Kontext zu bilden, Informationen zusammenzuführen, zu erweitern, zu erläutern, zusammenzutragen. Warum? Weil das mir heute fehlt in der digitalen Kommunikation. Und dann kann man zu guten Erfolgen kommen, aber es gibt nicht die eine Lösung. Ich kann sie Ihnen auch nicht bieten, ich hätte es gerne getan, aber das war auch für heute nicht das Ziel. Und damit ganz herzlichen Dank. Und hier nochmal ein letzter Punkt, ein letzter emotionaler Punkt wiederum, auch aus den Offizien, auch zur selben Zeit, also vor ein bisschen über 2 Jahren aufgenommen. Auch das kann man wieder nicht auf so einer Leinwand fassen. Wenn man davor steht und das macht, dann muss man einfach lächeln. Dann muss man lächeln. Ein wunderbares Bild, viele 100 Jahre schon alt, der Knabe mit dem Finken heißt es, glaube ich, oder mit dem Goldfinken oder so ähnlich. Aber ein wunderbares Bild. Auch sehr interessant, wenn da Kinder, wenn da Personen, wenn da Leute vor dem Bild vorstehen, dann lächeln die, dann macht das etwas mit einem. Und das ist was, was natürlich ganz schwierig zu erreichen ist, was wir nichtsdestotrotz alle versuchen wollen, Dinge emotional, schön und ja auch fürs Herz zu machen, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Ich hoffe, das ist mir heute ein bisschen gelungen, auch ein bisschen Ideenanstoß zu geben und damit vielen Dank von meiner Seite aus. Vielen Dank insbesondere für diejenigen, die bis zum Schluss an dem späten Nachmittag jetzt geblieben sind. Und herzlichen Dank. Hier ist der QR-Code. Wer also noch auf die letzte Sekunde ein Feedback abgeben will, würde ich mich sehr freuen. Ja, danke nochmal für die Aufmerksamkeit.